Herzlich willkommen zum Fleischglück-Podcast. Heute sind wir im Allgäu bei Philipp Sonntag und ihr müsst euch das so vorstellen, ich versuche das mal zu umschreiben, weil man ja kein Bild sieht hier meistens im Podcast. Wir sitzen hier gerade mittendrin in den Produktionsräumen. Ein Meter Luftlinie von mir hängt ein Schrank voll frisch geräucherter Salami, die kam da gerade raus, riesige Dampfwolke. Es riecht intensiv nach Wurst und vor mir sitzt Philipp Sonntag, ein Rind von einem Mann, könnte man fast schon sagen. Echt ein taffer Typ. Wir haben ihm eben beim Zerlegen zugeguckt und haben danach ein paar Videos gedreht, wo es um die Anatomie des Rinds ging und um grundsätzlich alle möglichen Tiere, die geschlachtet werden. Das war im Grunde wie Biologieunterricht 3 Stunden lang und es war so spannend, dass wir gesagt haben, Mensch, da machen wir noch einen Podcast draus. Erstmal schön, dass du Zeit hast, schön, dass wir hier sein dürfen. Hi Philipp. Hi, servus. Bevor wir gleich einsteigen in die Tiefen der Anatomie des Rinds und auch des Menschen, das ist ein ganz wichtiger Part gleich, über den wir sprechen werden, glaube ich, ist wichtig, dass man kurz erfährt, wer du eigentlich bist. Wir sind hier im Allgäu, mitten auf dem Land. Hier ist deine Metzgerei, die es schon halbe Ewigkeit gibt. Ich glaube, schon seit 1800 irgendwas, du wirst es uns gleich sagen. Nimm uns mal kurz mit in die Geschichte deines Betriebs und dich als Person. Was macht dich aus? Wer bist du? Ja, die Metzgerei Sonntag gibt es seit 1848. Ich mache das Ganze in 6. Generation. Und was soll ich sagen, viel gibt es zu mir gar nicht so zum sagen. Ich habe den Wunsch verspürt, Metzger zu werden, weil ich Tiere mag, weil ich immer denkt habe, der letzte Gang, wenn das jemand macht, wo das gut macht, ist das für mich eine wahnsinnig hohe ethische Verantwortung. Und ja, ich wurde dieses Jahr 40, bin also 79 geboren, bin verheiratet, habe 2 Kinder, betreibe den Betrieb seit 2007 mit Höhen und Tiefen. Und ja, mei, wie soll ich sagen, ich halte wahnsinnig viel Vorträge und solche Geschichten, weil ich offensichtlich der Metzger mit der großen Klappe bin, der sich wahnsinnig gut artikulieren und äußern kann. Und die Leute sagen, die wäre zusätzlich auch noch ein guter Handwerker. Mir ist wichtig, dass wir uns, ja, wir haben uns in diesem Handwerk immer hinter der Hygiene versteckt und sind jetzt ganz weit hinter. Und jetzt ist das lustigerweise so gelaufen, dass die Leute ja der Bezug vom Schwein zum Schnitzel komplett verloren haben. Und das stört mich so ein bisschen, dass so die Realität, die Biologie und einfach so das, was drumherum ist, was für Menschen vom Land, Menschen vom Bauernhof und Menschen aus der Metzgerei das Normalste von der Welt ist, das wird halt entweder wird's angeprangert oder wird mit so viel Unwissenheit, mit gefährlichem Halbwissen, mit irgendwas um sich geschmissen. Und das stört mich einfach. Da tun wir halt was dagegen. Also du tust da eh schon wahnsinnig viel dafür mit deinen Vorträgen und mit deiner grundsätzlichen Präsenz bei dem Thema. Wir steigen ein mit dem, was wir gerade eben abgedreht haben als Video. Wir haben aufgehängten Rinderrücken, wir hatten da eine Ziege hängen in ihrem ganzen Schlachtkörper und wir haben dich noch daneben gestellt als Menschen. Und dann wurde plötzlich klar, diese 3 Lebewesen, die da stehen oder hängen, die sind sich eigentlich gar nicht so unähnlich, ne? Und das ist auch einer der Punkte, den du immer wieder versuchst rauszuarbeiten. 4-Beiner, 2-Beiner scheinen auf den ersten Blick sehr unterschiedlich zu sein, aber der Mensch liegt näher am Rind, als man glauben könnte. Ja, ich meine, wenn man es klugscheißerisch formulieren möchte, wäre das ja so, dass jeder, der mal ein Schulgebäude von innen gesehen hat, muss dieser Realität eigentlich konform sein, weil die Homologie der Wirbeltiere kommt in Biologie in der 6. Klasse dran. Seither begleitet mich das die ganze Zeit. Ich weiß dafür andere Sachen nicht mehr aus der Schule, wie auch immer. Und Homologie bedeutet die Gleichheit der Wirbeltiere. Der Charles Darwin, dem ist das irgendwann auf der Galapagos-Insel 1800 irgendwas mal aufgefallen. Und ja, die Tiere sind sich im Knochenbau absolut ähnlich. Also der Pottwal, die Fledermaus, der Mensch und natürlich das Rind und das Schwein haben Elle, Speiche, Handwurzel, Fingerknochen, Mittelhand, wie man das halt so kennt, von uns selbst auch. Und mir ist immer wichtig, den Mensch auch mit auf den Plan zu rufen, nicht, weil wir Menschen zerlegen, sondern man kann sich ganz, ganz viele Dinge, wenn es sich um Fleisch dreht, viel besser vorstellen, wenn man sie auf seinen eigenen Körper projiziert. Und das ist so ein bisschen mein Ding, die Leute so ein bisschen auf die Reise durch den Schlachtkörper mitzunehmen, weil man kann Fleisch besser verstehen, man kann Fleisch besser zubereiten, wenn man es ganzheitlich betrachtet. Das heißt, wenn man es überspitzt formuliert, könnte man sagen, der Mensch, der Hund, die Ziege, das Rind, die haben alle ein Filet, oder? Natürlich. Beim Mensch heißt es zufällig Musculus psoas, also der lateinische Name. Und es hat ja auch jedes Fleischstück von jedem Tier irgendwie einen anderen Namen. Aber manchmal ist es anders zugeschnitten, manchmal heißt es nur 50 Kilometer weiter weg. Ein bisschen anders. Und die Leute sind total konfus, weil sie die Basis einfach
ja, verloren haben, obwohl sie, wie gesagt, in der Schule gepokt wird. Also mir war das von Anfang an klar, als Schulkind, als Metzgerlehrling, als Metzgergeselle war mir klar, dass Giraffen gleich viele Wirbel haben wie Menschen und wenn der Rinderschulter neben der Schweineschulter legst, ist das haargenau der gleiche Guss. Und ja, eigentlich muss es jedem bewusst sein, aber wie du sagst, die Muskeln sind bei allen da, also bei allen Wirbeltieren. Und so hat natürlich der Mensch die Ziege und der Wal auch ein Filet. Der Wal hat nur keine Kniescheibe, weil er keine Hinterbeine hat. Wer das Ganze mal visualisiert sehen will, was wir hier gerade so in der Theorie besprechen, der kann sich auf jeden Fall unsere Videos angucken. Ich denke, zum Zeitpunkt, an dem der Podcast online geht, sollten auch schon die ersten Videos drauf sein, wo wir das Ganze anhand von einem Skelett und anhand von einem Rinderrücken nochmal in aller Tiefe durchgehen. Und dann sieht man, glaube ich, ganz genau, was du meinst. Jetzt versuchen wir uns mal anatomisch zu nähern und versuchen das Ganze auch mit der Kulinarik zu verknüpfen. Denn wenn man auf den Rinderrücken schaut, dann ist da immer auch der Gedanke ans Essen mit dabei. Und ganz grundlegend, denke ich, da werden mir wahrscheinlich alle zustimmen, die sich in dem Bereich bewegen, lässt sich so ein Rinderrücken oder ein ganzes Rind muskulaturmäßig in Muskeln unterteilen, die, sagen wir mal, eher zäh und sehnig sind und welche, die eher zart und ja, von einer kurzfaserigen Struktur sind. Das ist schon mal so richtig. Kann man die grundlegende Unterscheidung so treffen, ne? Die grundlegende Unterscheidung kann man so treffen. Ganz kurz möchte ich nur einhängen in das, was du gerade gesagt hast, kurzfaserig. Also ob ein Stück Fleisch zart oder zäh ist, kann man definitiv nicht sehen. Und kurz- und langfaserig ist nicht sichtbar. Also dieser Irrtum, wo ganz, ganz viele denken, kurzfaserig hat eine sichtbar kurze Faser und ist deswegen zart, das ist absoluter Blödsinn. Man kann das Kurz- und Langfaserige, das kommt eigentlich von dem mikroskopischen Blick auf die Myofibrille, also im Prinzip auf die Muskelfaser selbst. Und die sind, haben eben kurze oder lange Aktin-Myosin-Verbindungen und deswegen sind sie zart oder zäh. Aber um den ganzen ganz, ganz tiefe technische Lateinquatsch einfach mal auf Zähne zu schieben, wenn sich ein Muskel viel bewegt, enthält er viel Bindegewebe oder hat um sich herum sehr, sehr viel Sehne und Bindegewebe. Eine Sehne ist aus 100% Bindegewebe Kollagen. Und wenn ein Muskel viel Bewegung erträgt oder sehr, sehr viel bewegt wird oder sehr, sehr viel Last tragen muss oder eine statische Belastung bei der Skelettmuskulatur, dann ist der einfach zäh, dann hat der viel Bindegewebe, dann muss man ihn lange schmoren. Gulasch, Beinscheibe, Spare Ribs, Pulled Pork, Brisket. Und wenn ein Muskel zart ist, aber natürlich im Rohzustand zart, dann ist der schon vor dem Braten so zart, dass man den eigentlich so wie Carpaccio, dass er auf der Zunge zergeht und dass er halt einfach wenig Bindegewebe hat und von Natur aus schon zart ist. Und das wäre das Fleisch, das für Steaks, Geschnetzeltes zum Kurzbraten taugt. Also ich sage immer in einem Satz, Fazit, was sich viel bewegt, ist zäh und was sich wenig bewegt, ist zart. Und das ganze Tier ist ein Edelteil. Wenn ich jetzt aber sage, kurzfaserig sind die ganzen Edelteile, langfaserig sind die ganzen bindegewebshaltigen Stücke, dann stimmt es schon. Man sieht es nicht, aber es stimmt auf der mikrobiologischen Ebene schon, oder? Auf der mikrobiologischen Ebene stimmt die Aussage, aber ich möchte diese Aussage eigentlich aus meinem Vokabular komplett verbannen, weil es grundsätzlich, wenn wir auch unsere Zerlege-Lehrgänge geben und unsere Erlebniskurse, die Kunde hört langfaserig und denkt, jetzt schaue ich auf ein Stück Fleisch und sehe dem das an. Das stimmt so nicht. Du hast natürlich recht mit deiner Aussage, um Gottes Willen. Das wird auch so bei der Gesellenprüfung und so weiter gelehrt, dass langfaserig zäh ist und kurzfaserig zart. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich, das kann man nicht sehen. Okay, dann halten wir das mal so fest. Wenn wir jetzt zum Beispiel über das Filet sprechen, beim Rind das zarteste Stück, weil es eben im Rücken drin liegt und ziemlich unbewegt daherkommt. Beim Menschen wiederum wäre das ein Stück, was quasi auch existiert, aber von einer anderen Beschaffenheit wäre, oder? Ja, natürlich, weil der Mensch sich völlig anders bewegt wie ein Rindviech. Das Filet oder Musculus psoas ist beim Mensch und beim Rind genau an derselben Stelle, nämlich innen an der Wirbelsäule mit dem Filetkopf in der Beckenhöhle und mit der Filetspitze etwa auf Höhe von der Niere. Also zwei kleine Muskelstränge, die innen an der Wirbelsäule sitzen, im Prinzip hinterm Daumen vor der Wirbelsäule. Und die sind beim Rind so gut wie gar nicht gebraucht, weil das Rind sich der ganze Tag, oder der Vierbeiner vielmehr, sich der ganze Tag auf vier Beinen befindet und den Oberschenkel zur Wirbelsäule so gut wie nie anzieht. Der Mensch braucht aber genau die gleiche Muskulatur. Flanksteak, Filet, Roastbeef und so weiter, die es bei uns ja auch alle gibt.
die ganze Zeit, ob er sitzt oder steht, weil nämlich aufgrund des zweibeinigen Ganges, also beim Mensch ist die Wirbelsäule im 90-Grad-Winkel zur Erde und beim Rind parallel, aufgrund des zweibeinigen Ganges müssen wir die ganze Zeit, um nicht umzufallen, der Oberkörper gegen den Unterkörper ausgleichen. Bedeutet, diese Muskulatur ist eigentlich ständig unter Spannung. Und ich habe mir mit meinem Arzt zusammen, so komme ich überhaupt zu diesen Erkenntnissen. Ich wollte eigentlich nur klug scheißen für meine Kurse und wollte wissen, wie die Muskeln heißen. Und haben wir gemeinsam ein Rind zerlegt und er hat seine Anatomiebuch dabei gehabt mit Bildern aus der Pathologie, also im Prinzip von sezierten Menschen. Und da habe ich gesehen, dass dieses Filet oder dieser Musculus Psoas, wie er bei uns heißt, das war eigentlich der Plan. Ich schaue, wie das Filet beim Mensch heißt, weil ich weiß, dass es das da auch gibt, um ein bisschen klug zu scheißen. Und da habe ich festgestellt, dass dieses Stück beim Mensch mehr oder weniger fast nur aus Sehne besteht, weil es ganz, ganz, ganz viel gebraucht wird. Jetzt mal ganz plastisch gefragt, wenn man sich so ein Roastbeef beim Menschen angucken würde, das hat ja beim Rind eine total charakteristische Optik mit dem Fettdeckel. Sähe das beim Menschen auch so aus, mit so einem Fettdeckel? Also diesen Querschnitt habe ich leider noch nie gesehen. Dann lass uns doch mal beim Rind wirklich von hinten am Schwanz anfangen und so über den Rücken nach oben Richtung Hals gehen und mal einfach die einzelnen Muskelpartien durchsprechen. Was sind das für Muskel, wie werden die beansprucht und wie wirkt sich das auf die Beschaffenheit und dadurch auch auf den Geschmack aus? Also beim Rind oder beim Vierbeiner von hinten her sind wir über dem Beckerknochen. Also der Rücken in Verlängerung vom Schwanz herwärts kommt zuerst die Hüfte rechts und links. Es gibt zwei, ein Mensch hat zwei Arme und ein Rind hat zwei Hüften. Und auf der Hüfte sitzt der Tafelspitz. Und die Verlängerung von diesen beiden ist eben das Roastbeef dann etwa bis kurz vor das Schulterblatt, also rechts und links, der Musculus longissimus dorsi. Und neben dem Schulterblatt oder innerhalb des Schulterblatts sitzt dann das Entrecote und weiter vor dann der Hals. Bis zum Schulterblatt ist alles sehr zart. Und ab dem Schulterblatt, weil der Hals sich dort viel nach oben und unten bewegt, schon allein beim Rind durch das Wiederkäuen, weil das ständig der Schädel auf der Boden tut zum Fressen, ist da ganz, ganz viel Bewegung. Und bis zu den Schulterblättern ist so gut wie keine. Das heißt, deshalb nimmt man einen Nacken zum Beispiel auch klassisch für Pulled Beef oder Pulled Pork, weil das eben der Bereich ist, der sich viel bewegt, wo viel Sehniges drin ist, muss man lang schmoren, kann es dann auseinanderzupfen. Klassischer Anwendungsfall, oder? Klassischer Anwendungsfall beim Rind, Pulled Beef aus dem Nacken, weil der Nacken ist der vordere Teil des Nackens, bis zum Schulterblatt. Witzigerweise wird der Schweinenacken ein bisschen weiter nach hinten geschnitten. Also beim Schweinenacken, so wie man kennt bei uns in der klassischen Schnittführung auf Deutsch, ist eigentlich vom Rind mehr oder weniger das Ribeye nur dabei, diese Hälfte. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann sind so die ersten 7, 8, 9 Nackensteaks zart und die andere dann zäher. Und das ist anatomisch dasselbe. Der vordere Teil vom Schädel bis zum oder vom Atlaswirbel bis zum Schulterblatt ist zäh, weil viel Bewegung. Und dann ist wirklich 5 Zentimeter später wird es zart, weil zwischen den Schulterblättern ist das Ganze eingebettet und da bewegt sich wenig. Bewegen wir uns nach vorne unten. Dann kommt die Brust, kommt der Bauchraum. Was tut sich da kulinarisch und muskulaturtechnisch? Du sprichst natürlich auf das ab, was du wahrscheinlich heute zum ersten Mal gehört hast mit dem Gewicht. Also das Rind steht auf 4 Beinen, 4 Stelzen und hat unten seinen Brustkorb, das kennt man normalerweise. Und vorne im Brustkorb ist sehr, sehr wenig Gewicht, weil da die Lungenflügel sitzen, da ist nur Luft drin, da ist nicht viel Gewicht. Der Thorax quasi, der ist auch durch Knochen stabilisiert. Dort findet zwar viel Bewegung durch die Atmung statt, aber weiter vorne im Brustraum, also die Spitze vom Brisket ist sehr, sehr zart, aber je weiter es Richtung Mitte geht, direkt in der Mitte, wo der Bauchnabel ist, ist das meiste Gewicht. Und dort ist nur die Bauchdecke, die ist also nicht von Knochen unterstützt. Und diese Bauchdecke muss beim Rind, das muss man sich mal vorstellen, wenn man ein Rind ausnimmt, haben wir je nachdem, wie voll der Panzer ist, zwischen, sagen wir, 100 und 200 Kilo Material. Stellt euch eine volle Badwanne vor und die müsst ihr hochheben. Und dieses Gewicht schwappt bei jedem Schritt in die Bauchdecke. Ich habe es noch nie gesehen, aber ich behaupte jetzt mal so, wie der Mensch gebaut ist, wenn der sich 4 Wochen lang auf 4 Beinen bewegen müsste, würde die Bauchwand durchbrechen. Und beim Rind ist es einfach so, alles, was in der Mitte beim Bauch ist, hat wahnsinnig viel Sehne. Und wenn man diesen Bauch aufmacht, also gerade auf der Höhe des Bauchnabels, sitzt da mindestens 3 bis 4 Millimeter dicke, reine Bindegewebsschicht. Das ist einfach Sehne pur, die ist so hart wie die Achillessehne. Und ja, das gibt natürlich tolle Gummibärler, Gelatine. Aber das müsste man richtig, richtig lang schmoren oder einfach wegschneiden. Jetzt haben wir ja aus dem Bauchraum auch Stücke, die als kleine Gourmetstücke gelten, das Flanksteak, das Bavette und so weiter. Wo liegen die und warum sind die nicht so zäh?
Die liegen dann von der Beschaffenheit in der hinteren Bauchhöhle, beziehungsweise ganz hinten. Ich sage jetzt mal, wenn ich immer jemand erklären muss, wo liegt das Flanksteak, man drehe gedanklich eine Kuh auf den Rücken, dass sie alle Viere gen Himmel streckt. Und wenn man es Euter wegmacht, sieht man auf die zwei Flanksteaks. Die sind im Prinzip ganz, ganz hinten. Beim Mensch wäre das jetzt die Sixpack-Muskulatur. Ich würde es euch zeigen, aber die steht mir nicht. Und das ist im Prinzip das ganz unten zwischen den Beinen. Und das ist von der Bewegung her eigentlich eine Muskulatur, die wieder den Oberschenkel nach vorne zieht. Eigentlich hat das eine ähnliche Aufgabe wie das Filet beim Zweibeiner zäh, beim Vierbeiner zart. Wenn ich jetzt ein Stück Fleisch vor mir liegen habe und ich sehe das da in seiner roten, faserigen Struktur, beziehungsweise du sagst schon, man erkennt nicht, ob es eine kurze oder lange Faser ist, aber ich habe angenommen, ich kriege einfach ein Stück Fleisch vorgelegt. Welche Möglichkeit habe ich zu bestimmen, ob das jetzt ein zartes oder zähes Stück ist, beziehungsweise aus welcher Region oder aus welchem Teil des Bewegungsapparates kommt? Kann man das optisch bestimmen? Gibt es da einen Drucktest? Wie würdest du rangehen? Also der Drucktest ist das, was man in der Lehre lernt. Man schneidet eine Scheibe runter und drückt drauf. Da kann man das Bindegewebe ein bisschen erspüren, ob es zart oder zäh ist. Aber die einfachste Art und Weise ist einfach ein Stückchen runterschneiden. Egal ob mit oder gegen die Faser, völlig Banane. Ein kleines Stückchen runterschneiden, 10 Gramm oder so, in den Mund nehmen, drauf rumkauen. Wenn sich es in Wohlgefallen auflöst und leicht kauen lässt, dann ist es Kurzbratfleisch, dann ist es nämlich zart. Und wenn sich's verhält wie Kaugummi und im Mund beim Kauen hat man das Gefühl, dass es mehr wird, dann ist es eher aus der Schmorabteilung und ist eher zäh. Und wenn jemand sagt, ich esse kein rohes Fleisch, dann kriegt er ab morgen kein Salami mehr, die ist nämlich auch roh. Jetzt haben wir die Muskeln besprochen und die sind ein ganz essentieller Teil, wenn es um die Kulinarik und um den Aufbau oder den anatomischen Aufbau eines Tiers geht. Jetzt kommt da noch eine zweite Komponente dazu, das ist das Fett. Fett kennen viele als Abdeckfett, also quasi die Fettschicht, die auf dem Rinderrücken liegt. Zum Beispiel, wenn man ihn trocken reift, braucht man ja außen quasi eine Hülle, die so ein bisschen vor Austrocknung schützt. Knochen auf der einen Seite, Fettabdeckung auf der anderen. Oder quasi diese dicke Schicht, intermuskuläres Fett auf dem Rumpsteak zum Beispiel. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Marmorierung, also das intramuskuläre Fett, was sich als Ablagerung innerhalb eines Muskels ansetzt. Jetzt haben wir den Fall, dass es zum Beispiel Rinderrassen gibt wie das Wagyu, wo dann so eine Rinderbrust oder ein Bürgermeisterstück oder sowas auch sehr stark von Fett durchwachsen ist, einfach durch die genetischen Anlagen von so einem Rind und auch das Alter oder das Geschlecht von so einem Tier. Was macht so eine Marmorierung mit der Textur eines Fleisches in Bezug auf die Zubereitung? Also man kann dann zum Beispiel bei so einem Wagyu ja auch ein Bürgermeisterstück eventuell kurz braten. Also ein Bürgermeisterstück kannst du bei fast jedem weiblichen Rind kurz braten, aber beim Wagyu geht es tatsächlich so weit, dass du die Stücke also Short Plate zum Beispiel an der Seite, wo wir bloß noch Suppenfleisch rausschneiden, an der Seite von die Rippendeckel oder das Point von der Brust, kannst du beim Wagyu allerdings nur, wenn er eine entsprechende Marmorierung hat. Lustigerweise gibt es ja in Deutschland, wird der Marmorierungsgrad eigentlich gar nicht bewertet. Und es gibt aber den internationalen Standard, den sogenannten BMS, den Beef Marbling Standard, von 1 bis 12. 12 ist schneeweiß, das ist bloß noch Fett. Und 1 ist blau, nur noch Fleisch. Und ich sage jetzt mal, bei uns ist ein schön marmoriertes Stück, hat eine 6er, 7er Marmorierung. Und in Japan dieses Kobe Beef, das man wirklich so, wobei das rein von der Haltung und von der Fütterung her mit der Gänsestopfleber einherzufahren ist, das ist einfach überfüttert, das ist nichts Natürliches. Aber das wird der deutsche Guide packen. Da sind wir so bei 10, 11. Und eine schöne Marmorierung ist zwischen 5 und 8, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich schön marmoriert. Und je mehr Marmorierung ein Stück Fleisch hat, desto zarter ist es. Das kann man jetzt einfach mal so schlichtweg sage. Liegt es daran, dass die Fettadern quasi die Muskelstruktur durchbrechen und so dafür sorgen, dass irgendwie zwischen einer Fleischfaser dann ein Stück quasi öliger Film kommt und es nicht so viele Muskelfasern auf einen Schlag sind? Oder wie lässt sich das erklären, dass es dann zarter wird durch dieses Fett? Das kann ich so nicht beantworten. Woran das liegt, weiß ich, da habe ich ausschließlich Erfahrungswerte, dass halt je mehr intramuskuläres Fett, also wirklich Marmorierung kennt man es halt, je mehr intramuskuläres Fett im Muskel drin ist, desto zarter ist er. Und das ist so im Prinzip Parameter Nummer 2. Für mich, jetzt sind wir schon wieder viel zu tief in der Materie drin. Sind wir nicht, passt alles gut. Für mich ist für den Endverbraucher das Wichtigste das Bindegewebe, weil man dann im Prinzip bei fast jedem Tier
mit dem Stück Fleisch was anfangen kann, wenn man kapiert hat, was Bindegewebe, was Bewegung ist. Der zweite Parameter ist die Marmorierung, also das intramuskuläre Fett, was die Zartheit angeht. Und der dritte Parameter, der dann dazu käme, wäre der pH-Wert und das Wasserbindevermögen. Da sind wir schon fast beim Fleischtechniker. Aber wenn du sagst, Bindegewebe ist so wichtig für dich, und unterscheiden sich verschiedene Rassen oder verschiedene Altersstadien bei Tieren, unterscheidet sich da der Bindegewebsanteil oder ist der eigentlich im Prinzip bei jedem Tier gleich, unterscheidet sich halt nur je nach Cut? Nö, grundsätzlich hat jedes Tier, jedes einzelne Schlachttier hat ein anderes Bindegewebsgehalt. Also gibt es Tiere, die einfach von Natur aus welchem Grund auch immer, einfach sehr wenig Bindegewebe haben und dadurch einfach wahnsinnig zart sind? Das gibt's. Und man kann von vornherein, also wenn man jetzt von den Rindern spricht, das hängt vom Schlachtalter ab. Und der wichtigste Parameter für einen Schlachtkörper von mir bei der Auswahl ist erstmal das Geschlecht. Weil die weiblichen Tiere immer zarter sind. Und wenn man die männlichen Tiere entsteint, quasi einen Ochse draus macht, dann entwickelt die sich, weil sie dieses Chromosom, das für die männliche oder weibliche Geschlechtsentwicklung zur Verfügung standet, ist ja beim männlichen XY, beim weiblichen XX, bedeutet, das Männliche hat etwas weibliche Genetik in sich. Wenn man dann das Testosteron liefernde externe Gehirn zwischen den Beinen wegmacht, dann entwickelt sich dieser Körper wie ein weiblicher. Und deswegen sind Ochsen oder kastrierte männliche Tiere eigentlich von der Zartheit her weiblichen gleichzusetzen. Aber das ist beim Rind immer das Wichtigste. Der Bulle, also quasi das männliche Tier, ist wesentlich zäher, hat einen wesentlich größeren Bindegewebsanteil wie das weibliche. Und Schlachtalter spielt auch noch eine Rolle. Am Anfang haben wir relativ wenig Bindegewebe im jugendlichen Wachstum. Und wenn man dann uns um die Pubertät rum bewegt, dann tut sich ganz viel Wachstum, viel Bindegewebsaufbau. Das wächst auch relativ schnell dann, vor allem bei den männlichen. Und später geht es dann wieder ein bisschen rückwärts, aber da gibt es jetzt nicht so viele Studien dazu, wie das jetzt ganz genau sich mit dem Alter verhält. Also wenn weibliches Tier älter ist, alte Kuchu, Gichu, kennt auch der eine oder andere, sind wir trotz hohen Schlachtalters bei einer hohen Marmorierung trotzdem noch bei zartem Fleisch. Obwohl es ganz schön viel Bindegewebe hat. Ja, obwohl es ganz schön viel Bindegewebe hat. Jetzt will ich mal ein kleines Fass aufmachen, was wir vor einiger Zeit mal, da hatten wir eine Diskussion, die bei uns losgebrannt ist auf der Seite. Geht jetzt ganz schön tief rein, aber ich will einfach mal deine Meinung dazu hören oder ob du was dazu sagen kannst. Da gab es eine These, die hat der David Petralla aufgestellt, beziehungsweise er hat keine These aufgestellt, sondern eine Studie gefunden, die besagt, das Kollagen von einem alten Tier ist sehr, sehr verhärtet, wie du sagst. Also das ist das Bindegewebe, das ist sehr stabil, setzt den Bewegungsapparat zusammen, hält alles so zusammen. Wenn man jetzt anfängt, ein altes Tier nochmal zu mästen, dann erfährt es nochmal eine Art Wachstumsschub, weil es nochmal irgendwie in die Breite geht. Das heißt, diese alte, verhärtete Kollagenstruktur muss irgendwie gesprengt werden und es muss nochmal quasi ein bisschen neu aufgebaut werden, was wiederum im Rückschluss bedeutet, laut dieser Studie, dass sich junges Kollagen wieder anreichert, was wieder nicht so stabil und zäh ist. Und deshalb ist ein Tier, was stark gemästet wurde, nach dieser Mastphase, egal wie alt es ist, wieder zarter als vorher. Ist das für dich nachvollziehbar oder sagst du völliger Quatsch? Nachvollziehbar. Also ich kann mich nur auf meine Erfahrungswerte stützen. Und ich weiß immer sehr viel über die Tiere selber, also über das, was vor der Schlachtung gewesen ist. Und wenn man das jetzt tatsächlich an einer Kuh sieht, also wie sich das Kollagen, / Bindegewebe, tatsächlich im Alter verhält, da habe ich noch keine Studie gefunden, da ist der Pietrella ein bisschen schneller wie ich, beziehungsweise hat sich was gefunden, was funktionieren würde. Das würde es ohne, also diese These würde es ohne oder andere untermauern, was ich aus meiner Erfahrung schon weiß. Und es gibt halt, also ich kenne dieses Thema und wie du sagst, da machst du ein Fass auf, da sind wir ganz tief drin. Hier bei uns ist für die meisten Bauern unmöglich, alte Kühe zartes Fleisch davon zu kriegen. Das liegt aber daran, dass wenn im Allgäu gibt es drei Arten von Landwirtschaft, Milch, Milch und Milch, und 90% der Kühe, die bei uns in die Schlachtung gehen, kommen direkt aus der Laktation. Was bedeutet Laktation? Das weibliche Tier kriegt ein Kalb. Das Kalb ist böse formuliert das Abfallprodukt der Milchwirtschaft, weil das ist bei Rinder auch so, wenn sie keine Kinder kriegen, schießt auch kein Milchei. Und wir verbrauchen diese Milch, das Tier kriegt ein Kalb nach dem anderen. Und dieser Körper muss ja während seinem kompletten Leben Hochleistungsarbeit leisten, weil er A, in der Regel einen Fötus austrägt und gleichzeitig stillt.
wenn man es jetzt mit den menschlichen Worten sagen würde, also das Viech tragt und gibt gleichzeitig Milch. Also völlig fertig und ausgelaugt nach seinem Leben. Ist absolut ausgelaugt und meistens wird es direkt aus dieser Phase raus, also wenn die Milchleistung nachgibt, wird das Tier geschlachtet. Und das ist das, oder wird diese Kuh geschlachtet, nennen wir es beim Namen, es ist eine Kuh. Und das ist das, was wir kennen unter einer alten Kuh. Und das ist einfach ein ausgemergelter Körper, der bis zum Schluss Vollgas Leistung gebracht hat. Und was das mit dem Bindegewebe genau macht, das weiß ich gar nicht. Aber dieses Fleisch ist relativ zäh. Und das kann sein, dass das gar nicht unbedingt am Alter liegt. Weil diese Kühe, die dann wieder marmoriert sind, muss gar nicht sein, dass man die nochmal richtig hermästet. Weil es gibt es oft in der kleinen Landwirtschaft, dass eine Kuh eben nicht, wenn sie mal einen Liter Milch weniger gibt, sofort den Schlachthof geht, sondern dass die erstens zum Teil Familienmitglieder sind oder dass man diesen Bestand natürlich nicht sofort schmälert, weil man auch nicht mit dem Transponder jeden Liter Milchleistung aufzeichnet. Und dann hat so ein Viech mal eine Euterentzündung gehabt oder hat nicht aufgenommen. Das gibt es ja bei Menschen auch, dass jemand zwei Kinder kriegt und hätte gerade noch ein Drittes, dann funktioniert es nicht. Das gibt es in der Natur bei der Kuh auch. Und wenn man diese Tiere schlachtet, die vielleicht ein halbes oder ein Dreivierteljahr trocken standet und aber voll gefüttert wird, die haben in der Regel ein super zartes Fleisch, unabhängig vom Alter. Und das ist ja im Prinzip das, was du gerade vorher gesagt hast mit dieser These von David Pietralla, das kommt ja im Prinzip aufs Gleiche raus. Also das untermauert quasi meine Erfahrung. Witzigerweise passt es sehr gut zu einem Artikel, den wir gerade veröffentlicht haben, in dem es genau um dieses Thema geht, die alte Kuh und auch die Frage, ob sich so ein Tier planen lässt, also eine richtig leckere alte Kuh. Und da kamen jetzt viele Expertenstimmen, die sagten, wenn du das wirklich planen willst, dann musst du eine Fleischrasse nehmen die einfach wirklich lang stehen lassen. Aber auch dann ist es nicht garantiert, dass aus einer alten Kuh wirklich was Genusstaugliches wird. Und insgesamt ist die Tendenz eher zu sagen, wenn das jemand vermarkten kann, das Fleisch von alten Kühen, dann ein richtig großer Schlachthof, der einen riesigen Durchlauf an Schlachtkörpern hat, wo halt zufällig mal dann oder mehr oder weniger zufällig mal eine Glückskuh dabei ist, die einfach alt und fett ist und dann einfach eine super Marmorierung hat und dann funktioniert es. Absolut richtig. Ein großer Schlachthof, der diesen Durchsatz hat und das ist ja auch ein offenes Geheimnis, also ich weiß nicht, ob es ein offenes Geheimnis ist oder Ritter. Wir haben zum Beispiel in Kempten einen Schlachthof, der macht 500 Tiere die Woche, 500 Tiere am Tag, Entschuldigung. Und da wird genau das ausgelesen und da geht verdammt viel nach Spanien. Und dann landet es eben bei Unternehmen wie Chugichu, die dann daraus wieder ihre Spezialität, die alte Kuh machen und dann halt wieder nach Deutschland bringen. Das ist so ein bisschen der Kreislauf, wo man sagen muss, schade, dass sowas nicht im Land bleiben kann und hier vermarktet wird. Woran liegt das? Ich weiß es nicht, vielleicht haben wir zu diesem Thema ein bisschen zu wenig Zugang, beziehungsweise wenn wir aber die Laktation bei uns in der Kultur so drin haben, ist die alte Kuh so behaftet mit vom Marketing her, dass man ja unter Fleischkennern gilt sie ja jetzt als Geheimtipp, aber das ist ja jetzt total konfus, wenn du die mit Leuten draußen unterhaltest, vor allem ich bin relativ nah an der Landwirtschaft, das kennen die Bauern im Prinzip überhaupt nicht nachvollziehen, beziehungsweise das ist für die Physik umdreht, dass man aus einer alten Kuh was machen kann. Weil ich meine, ich muss aber auf der anderen Seite wieder eine Lanze für die Viecher brechen. Für mich als Metzger ist es ja so, du kannst aus jedem Tier was machen. Und so ein ausgemergelter Schlachtkörper von einer Kuh, um es wieder auf der anderen Seite zum Säen, mit viel Bindegewebe, der direkt aus der Laktation kommt und der auch richtig mager ist und ausgemergelt. Man spricht von einer blauen alten Kuh. Also blau sagt man Fettklasse 1, wenn wirklich wenig Fett oder gar kein Fett drauf ist, man nur die Sehne sieht, dann gibt es zum Beispiel eine affengeile Salami, weil es nämlich ein schlechtes Wasserbindevermögen hat. Schlechtes Wasserbindevermögen gleich gutes. Das Wasser geht gut raus, das heißt, die hat tolle Reife-Eigenschaft, es gibt ein super Rauchfleisch, es gibt eine hervorragende Bolognese und tolle Gulasch. Am Ende muss man einfach wissen, wie man mit seinem Ausgangsmaterial umgeht. So ist es. Der Profi braucht einfach ein Gespür fürs Material, das ist überall so. Aber was man raushört, ist, dass Fett einfach eine essentielle Rolle spielt beim Thema, ist ein Fleisch zart und ist ein Fleisch saftig. Wenn du in so ein Tier reinschaust, wenn du jetzt mal ein Ranking aufstellen müsstest, so nach Erfahrungswerten, was sind so die Top 4 der marmorierten Teile? Sind das immer klassischerweise die Rücken oder gibt es im Tier Teile, die immer noch viel marmorierter sind? Also im Rücken ist es sowieso nur der vordere Bereich, das zwischen den Schulterblättern, das Entrecote ist immer wesentlich marmorierter wie der Rest vom Viech. Und in Relation, also das Ranking für die Zartheit, Platz 1 Bindegewebe,
Platz 2 Marmorierung und Platz 1 die Bewegung an und für sich, wo sitzt der Muskel, Platz 2 der Marmorierungsgrad, den er hat und Platz 3 schlussendlich für die Saftigkeit und das Wasserbindevermögen, weil ja auch jeder Muskel einen anderen pH-Wert hat und jedes Tier hat einen anderen pH-Wert. Das sind so die drei Parameter, die für ein Stück Fleisch Rolle spielen und wo ist die Marmorierung zu Hause? Zwischen den Schulterblättern ist sie zu Hause und natürlich ganz stark in der Bauchdecke und zwar in der im vorderen Brustbereich der Bauchdecke, Atemmuskulatur. Zwischen der Rippe ist ganz viel Marmorierung. Auf den Short Ribs obendrauf ist ganz viel Marmorierung. Im vorderen Brisket-Bereich, Flat Point vorne dran, also vorne am Übergang vom Schlüsselbein zur ersten Rippe, ist ganz, ganz viel Marmorierung zu Hause. Und da ist aber auch ein bisschen Bewegung zu Hause. Bedeutet, wenn ein Viech ganz stark marmoriert ist, was man jetzt bei den Wagyus mit der 9er, 10er Marmorierung sieht, dann gehen natürlich Steaks aus Teilen, wo bei einem anderen Tier nur Suppenfleisch geht. Wir haben vorher im Vorgespräch darüber geredet, dass Marmorierung einerseits genetisch bedingt ist. Manche Rassen haben einfach eine stärkere Neigung zur Marmorierung. Da spreche ich jetzt von Wagyu im Vergleich zu einem blauen Belgier zum Beispiel. Aber du sagst, dass es gar nicht mal so viel Einfluss hat, wie viele denken, sondern dass es viel mehr darum geht, wie alt das Tier ist und welches Geschlecht es hat. Du hast vorhin gesagt, Marmorierung ist im Prinzip die Zellulite des Tiers. Erklär das nochmal ein bisschen. Also Marmorierung, das Fett wandert in den Muskel rein. Es gibt zuerst nur das intermuskuläre Fett, das im Prinzip zwischen den Muskelsträngen sitzt. Und dazu muss man natürlich auch wissen, wenn ein Tier die Veranlagung nicht hat, um Fett anzusetzen. Und man sagt immer Veranlagung hin oder her. Es gibt Menschen, die können essen, was sie wollen, werden nicht fett, Entschuldigung. Und es gibt welche, die müssen nur was Fettdruck des Lesen, nehmen sie schon zu. Und das gibt es im Tierreich eben auch. Und weil beim Mensch nicht gezüchtet wird, bei den Rindern aber schon. Und deswegen gibt es natürlich Rassen, die man speziell aufgrund von verschiedenen Zuchtzielen ausgewählt hat. Aber es gibt auch Zuchtziele, die natürlich gewisse Nebenwirkungen haben. Und lustigerweise ist es tatsächlich so, dass es Marmorierung nur beim weiblichen Tier oder beim Ochsen, wie ich gerade vorher gesagt habe, gibt. Also beim Bullen so gut wie gar nicht. Und wenn ein Bulle richtig, richtig fett gemästet wird, dann hat der wirklich nur intermuskuläres Fett und intramuskuläres sehr, sehr, sehr wenig. Und deswegen ist für mich eigentlich Marmorierung gibt es bei der Ferse, bei der Kuh und beim Ochsen. Und es hängt aber ganz, ganz, ganz maßgeblich vom Schlachtalter ab. Weil Marmorierung gibt es erst, weil es eben so etwas ähnliches ist wie Zellulite, gibt es erst ab der Pubertät bzw. Geschlechtsreife. Bei den Rindern sagt man halt Geschlechtsreife, bei den Menschen Pubertät. Marmorierung erst ab der Geschlechtsreife. Und es gibt natürlich Rassen, die nach 9, 10 Monaten das erste Mal geschlechtsreif wird. Es gibt aber natürlich auch Rassen, das sind aber meistens die Zweinutzungsrassen, die älteren Rassen, die jetzt so in eure Richtung gezüchtet worden sind, die eher spätreif sind. Oder spätreif bedeutet halt einfach 3, 4, 5 Monate später. Und wenn man halt sagt, dass man in der Regel so eine Ferse mit 2 Jahren schlachtet, haben wir 24 Monate. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, ob die 3 oder 4 Monate länger, weil sie früher geschlechtsreif war, diese Marmorierung Zeit gehabt hat aufzubauen. Natürlich immer in Relation zum Futterzugang. Wer Porsche fahren will, muss auch Porsche tanken. Und wenn alles sonst drumherum passt, funktioniert das eben nur beim weiblichen Tier und eben nur ab der Geschlechtsreife. Und darum ist natürlich das Schlachtalter auch ein Riesenthema. Wenn ich jetzt weiß, dass ihr spätreifes Tier habt, Fleckvieh zum Beispiel, haben wir relativ oft. Fleckvieh, das eine Zweinutzungsrasse ist, die vom Milch jetzt nicht ganz so stark ist wie das Braunvieh oder das Schwarzbunte. Und die sind etwas spätreifer. Die haben wunderschöne Schlachtkörper, die sind auch fleischig. Aber Fleckviehferse nehme ich selten unter 30 Monate, weil die unter 30 Monate einfach die Marmorierung noch gar nicht hat. Und wir haben vorher bei uns in dem Kühlraum, ich weiß nicht, ob wir ein Foto gemacht haben oder nicht, einen Braunvieh-Ochse gesehen, der 34 Monate alt war und eigentlich super geil marmoriert. Das kriegst du bei so einem Tier eben mit 18, 20 Monate raus. Die wachsen langsamer und das Fett wächst nein. Aber deswegen sage ich halt, Marmorierung erst ab Geschlechtsreife. Und was halt viele Leute auch nicht wissen, es gibt Tiere oder Rassen, die sehr wenig zur Marmorierung neigen, wie jetzt zum Beispiel dieser blaue Belger oder die Charolais, die im Prinzip die französischen Fleischberge, die sind echt richtig groß, die sind relativ zart von ihrer Fleischstruktur her, aber die Marmorierungseigenschaften sind sehr, sehr schlecht, die sind auch spätreif.
Und was man aber ganz oft macht, das passiert hier im Allgäu sehr oft, dass man Milchviehbetriebe hat, die entweder Schwarzbund drin standen haben oder das Allgäuer Braunvieh. Schwarzbund, absolute Top-Milchrasse, also im Prinzip kein Fleisch, alles was da reinfütterst, geht direkt in den Tank. Super Milchleistung. Und die haben aber natürlich aufgrund ihrer Zuchtziele auch eine frühe Geschlechtsreife, weil je früher Geschlechtsreife, desto früher kann man sie melken. Und wenn ich jetzt ein schwarzbuntes Muttertier habe und das jetzt mit so einem fleischigen blauen Belger zum Beispiel kreuz, kommt was ganz Tolles dabei raus, weil die Frühreife bringt das Muttertier mit und die Fleischfülle bringt das Vatertier mit. Also das habe ich bei mir auch im Kühlraum drin, relativ viel hängen, so Hybriden. Wow, jetzt geht es tief rein in die Genetik. Ich glaube, da bremse ich uns jetzt ein bisschen aus, weil sonst wird es wirklich sehr expertig. Aber nochmal auf das Alter zu sprechen zu kommen. Du sagst, dieser Braunviehochse, der ist super gut marmoriert war. Wir haben es gerade gesehen, auch gerade so zwischen den Rippen, wahnsinnig fast Wagyu-artig. 34 Monate wurde der alt. Was passiert jetzt, wenn man den 50 Monate alt werden lässt? Ist da nochmal ein Anstieg in der Marmorierung erkennbar oder stagniert es dann an einem bestimmten Punkt? Oder was passiert da mit dem Fleisch? Da habe ich, das ist wieder so eine Frage, die nur vom Endverbraucher kommen kann. Da habe ich relativ wenig Erfahrungswerte, weil wenn man einen Ochse wirklich so alt werden lässt, für was braucht man einen Ochse? Einen Hund braucht man zum Streicheln als Haustier und einen Ochse nimmt man als Schlachttier. Oder, wo man sie früher dafür gehabt hat, als Zugtier. Aber ich habe tatsächlich noch nie einen 10-jährigen Zugochse geschlachtet, was da jetzt dabei rauskommt. Also da fehlt mir die Erfahrung. Das, weil es einfach wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn macht, ein Tier so alt werden zu lassen, außer man ist jetzt Liebhaber und will einfach wissen, was rauskommt und macht ein Experiment, dann wird es gehen. Aber das ist einfach nicht praktikabel in der Masse, oder? Definitiv nicht massentauglich. Und darum habe ich da auch, also das, was ich euch über das Fleisch erzählen kann, ist im Prinzip das, was ich gelernt habe, gepaart mit meinen Erfahrungswerten. Und ich habe noch nie einen Ochs gesehen, der so alt ist. Ich glaube, du bist jetzt nicht der Typ, der sich entschuldigen muss, wenn er mal bei einer Frage ausweichen muss, weil ich glaube, da haben jetzt schon genügend Leute was mitgenommen bei dem Podcast bisher. Wir haben jetzt von marmoriertem Fleisch gesprochen. Das andere Ende der Skala wäre wahrscheinlich grundsätzlich der Jungbulle, oder? Jungbulle, junges Alter, Bulle, das ist so quasi die ultimative Magerkeit in einem Tier gebündelt, oder? Ja, ich meine, was ist ein Jungbulle? Ich vergleiche es ja, wie schon bekannt, immer mit einem Mensch. Jungbulle, wenn jemand von euch männliche Bekannte oder Nachfahren hat, was passiert denn mit den Jungs in der Pubertät? Die wachsen in der Regel zwischen 3 und 5 Zentimeter. Das Fett geht vom Hals und vom Bauch weg und der Muskel wird mehr und die Jungs werden geschlechtsreif. Und der größte Wachstumsschub hat der junge Mann in der Pubertät. Und beim Jungbulle ist es tatsächlich so, dass der direkt mit Erreichen der Geschlechtsreife wird der geschlachtet. Das heißt, nach dem größten Wachstumsschub wird er geschlachtet. Das heißt, wir haben vorher schon erzählt, je mehr Blut und je länger Blut durch den Muskel läuft, desto mehr Geschmack hat das Tier. Wenn ein Tier langsam wächst, ein Schlachtkörper langsam wächst, dann hat er viel mehr Zeit, um Geschmack auszubilden. Wenn er aber schnell wächst, ich sage immer, Jungbulle schmeckt wie Kalb und sieht aus wie Rind, weil die sind in der Regel 16 bis 18 Monate alt, die Tiere. Man nimmt da in der Regel das Fleckvieh, weil das Fleckvieh in der Jugend die beste Tageszunahme hat. Das ist auch noch so eine Seite-Info aus dem Zuchthandbuch. Und die schlachten wir mit 16 bis 17 Monaten. Und dann muss man euch vorstellen, dass die in dem Alter 350 bis 400 Kilo Schlachtkörper da haben. Also die gehen richtig auseinander. Man muss aber auch dazu sagen, die werden auch turbo gefüttert mit Frucht. Also nicht mit Blättern, / Gras, sondern tatsächlich mit Körnern, also mit Mais-Silage. Und dann kriegen die ganz viel Energie und darum wachsen die so schnell. Und weil die eben so schnell wachsen und nach ihrem größten Wachstumsschub geschlachtet werden, ist da auch ganz, ganz viel Bindegewebe drin. Also ganz viel Bindegewebe in Relation zur Ferse im gleichen Alter. Weil ein weibliches Tier von der gleichen Rasse im gleichen Alter wäre einfach mal 30, 35, 40% leichter. Einfach nur vom Schlachtkörper her. Hätte ich so viel Fleisch, wäre man natürlich zarter. Und wie gesagt, der Jungbulle ist so kurz nach der Pubertät geschlachtet worden, nach dem größten Wachstumsschub. Und deswegen hat der Jungbulle wahnsinnig viel Bindegewebe generell im ganzen Körper. Und Bindegewebe, warum ist der Jungbulle des Deutschen oder einer des Deutschen liebsten Schlachtkörper? Weil wir wahnsinnig wurstorientiert sind und Jungbulle hat viel Bindegewebe, gutes Wasserbindevermögen, gibt der geile Leoner. Also der Jungbulle kehrt in die Brühwurst. Aber dennoch ist er auch das Lieblingsfleisch der großen Masse der Deutschen. Im Supermarkt steht überall ganz groß hier neues Fleisch vom Jungbullen, wird so richtig als das Fleisch vermarktet. Das ist doch ein Stück weit einfach auch paradox, oder? Dass dieses Fleisch, was jetzt von uns als
kulinarisch auch irgendwie versierte Leute als eher, wie soll ich sagen, flach, uninteressant abgestempelt wird. Das ist für die meisten Deutschen das Rindfleisch schlechthin. Warum ist das für die Deutschen? Man muss sich fragen, warum das für die Deutschen das Rindfleisch schlechthin ist. Weil sie wahrscheinlich, weil sie im Discounter kaufen, nichts anderes kennen. Und weil sie sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzt. Weil wenn natürlich das Schnitzel oder das Entrecote vom Jungbullen, wie es im Discounter so schön angepriesen wird, in der Plastikverpackung, das kaufen natürlich Menschen, die am liebsten gar nicht daran erinnert waren, weil das mal ein Tier war. Und da hört sich der Jungbulle natürlich toll an. Also was ich über der Jungbulle zum Sagen ist, habe ich bereits schon gesagt. Und warum ist er das Deutschen, also ob er das Deutschen liebt, dass das Tier ist, möchte ich glaube sogar nicht behaupten. Der Punkt ist einfach, er wird in der Mast wahnsinnig viel gemacht, weil wir eines dieser Länder sind, an denen wir das nächste Thema anreisen, aber so tief kommen wir jetzt nicht mehr rein. Wir brauchen viel billiges Fleisch, weil wir in Deutschland eine der Spitzenreiter im pro Kilo, pro Kopf Fleischverbrauch sind. Natürlich ist das Schwein vorne, aber Rindfleisch essen wir auch relativ viel. Und ja, der Jungbulle macht halt in 16 Monaten 380 Kilo und die Ferse macht in 16 Monaten bei gleicher Fütterung 200 Kilo. Und da kannst du pro Quadratmeter Stall, so paradox das klingt, in der kürzesten Zeit am meisten Kohle rausholen. Aber ist es jetzt was, wo du sagst, so ist das System, wir müssen das Fleischsystem ja irgendwie aufrechterhalten, jeder braucht sein Fleisch, oder sagst du, naja, ein bisschen mehr Aufklärung wird schon helfen, dass die Leute das Jungbullenthema vielleicht ein bisschen besser verstehen, vielleicht mal was Neues probieren? Oder ist bei dir als Metzger auch der Wunsch da zu sagen, Leute, weniger Fleisch wäre schon auch ein Ziel, und dafür aber verstehen, was wir hier als Metzger euch anbieten an gutem Fleisch, so bleiben wie es ist? Was für einen Impact hat vielleicht der Trend in Richtung Veganismus, Vegetarismus? Vielleicht eine Vision, einerseits, was wünschst du dir, andererseits, was hältst du für realistisch? Da mache ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber, weil ich aufgrund der Tatsache, dass ich mir mit allem, was an meiner Persönlichkeit hängt, auf Deutsch gesagt, mit Kindererziehung, Geschäft umtreiben und so weiter, jeden Tag der Arsch aufreiß. Das, was mir innerhalb von einer Woche dahin leistet, ist vielleicht für manche gar nicht nachvollziehbar. Und darum mache ich mir über die Zukunft gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken, was der Fleischkonsum angeht. Weil Gott sei Dank muss ich mich mit dem Thema etwas auseinandersetzen. Ich muss gucken, wo ich in der Zukunft die Metzgerei Sonntag platziere. Das ist wahnsinnig wichtig. Aber wo sich der komplette Markt hinbewegt, weil ich meine, seit 10, 15 Jahren haben wir eine gewisse Entwicklung, dass alles immer nur sprunghafter war, ist, weil natürlich durch verschiedene Medien sind wir alle ganz, ganz eng zusammengerückt. Und es ist alles wahnsinnig sprunghaft war, aber die Dampfplauderei ohne irgendwas tiefer, ohne sich den Luxus zu leisten, tiefer drüber Bescheid zu wissen, das nimmt auch Überhand und deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, was die Gesellschaft macht. Einerseits wird natürlich die Industrie auf jeder Ebene so lang wie möglich, so gut wie möglich den Leuten das Lebensmittel zur Verfügung stellen, weil man einfach feststellt, dass sie es wollen. Aber ob es das Umdenken flächendeckend gibt, das wage ich in Frage zu stellen, weil es gibt viel zu viele Menschen, denen das scheißegal ist. Machen wir einen Schlusspunkt, der jetzt gar nicht so euphorisch und positiv stehen bleibt, aber es ist, glaube ich, ein sehr geerdeter Blick und eine realistische Sichtweise von dir. Und ich sage vielen Dank an der Stelle für super tiefe Einblicke. Ich glaube, wir waren nicht zu tief übrigens. Also kurz für dich als Feedback. Wir haben viele Hörer, die sagen, sehr, sehr gut, dass ihr so tief in die Themen reingeht. Wir hören es im Auto an, das sind Züchter, das sind Metzger, das sind andere Erzeuger, die sagen, hey, ich muss noch was dazulernen. Und gerade für die ist es super wichtig, dass Leute wie du einfach auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Und all jene, die nicht zu der produzierenden Branche gehören, für die ist es genauso interessant, einfach die Hintergründe zu verstehen. Insofern tausend Dank für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Danke dir. Vielen Dank, es ist mir eine Ehre. Das war der Fleischglück-Podcast mit Philipp Sonntag. Ich glaube, jetzt muss ich mir gleich so eine Salami krallen hier. Die lächeln mich schon seit einer groben Dreiviertelstunde an. Aus dem Allgäu haben wir uns heute gemeldet. Was mir noch zu sagen bleibt, ist, folgt uns auf den üblichen sozialen Kanälen. Facebook, Instagram, YouTube. Da passiert immer was. Da wird es auch die neuen Videos mit Philipp ab jetzt sonntäglich zu sehen und zu hören geben. Genau. Schaut da rein und bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.